Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Pressemitteilung vom 29.07.24. Am 25.06.24 wurde der FVA ein totes Schaf aus der Gemeinde Forbach im Landkreis Rastatt gemeldet. Eine Netzwerkperson der FVA dokumentierte die Situation vor Ort. Der Tierkörper wurde zur pathologischen Untersuchung an die CVUA Freiburg gebracht. Genetische Proben wurden am Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik untersucht. Durch die Untersuchungen konnte der territoriale Wolfsrüde GW852M Territorium Enns als Verursacher festgestellt werden. Die Gemeinde Forbach liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass der Wolfsrüde GW852M seit Erscheinen hier in Baden-Württemberg weit über 70 Tiere getötet hat. Als denn? Passt auf euch und wenn ihr habt, ganz besonders auf eure Tiere auf.